apocalypse. So, I bin back, zurück in der Berufsfeuerwehr. Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer brandneuen Folge vom Alice Nonsen mit der Feuerwehrmod. Schön, dass du da draußen wieder mit dabei bist. So, ja, in der letzten Folge, wenn ihr euch noch erinnern solltet, da war ich ja in der Freiwilligen Feuerwehr unterwegs. Ja, und heute dachte ich mir so, ich mache das am besten mal im Wechsel. Ich werde nicht immer dasselbe zeigen, nicht immer dasselbe machen. Und von daher bin ich heute hier 24 Stunden im Dienst, werde ein paar Einsätze fahren, wenn wir welche reinbekommen. Denn in letzter Zeit, sage ich einfach mal so, wie es ist, haben wir relativ wenig Einsätze. Also das ist wirklich, das wird immer weniger. Weil ich dachte eigentlich, ja, ist halt die passende Zeit, da wo am meisten auch Verkehrsunfälle passieren. Aber eigentlich ist alles, es hält sich im grünen Bereich, sage ich mal. Denn wir haben aktuell Herbst, ne, und die ganzen Blätter auf dem Boden und so weiter, die Nässe vom Regen zum Beispiel noch da. Und da schätzen sich manche Autofahrer oder Radfahrer, wie auch immer. Und ja, dann fahren sie darüber und denken so, oh, das wird ja schön brenzlig. Ja, und dann packen sie hin und dann müssen wir ausrücken. Ja, und das hatten wir halt schon öfters gehabt in den letzten Jahren. Aber dieses Jahr ist eigentlich alles irgendwie ruhig. Ja, ich bin gespannt, was wir jetzt für einen Einsatz reinbekommen. So, also ich fange auch erstmal direkt an mit der Bekanntmachung des nächsten Einsatzes für die Berufsfeuerwehr von Mittelberg. Wir haben einen großen Bombenfund in der Nähe eines kleinen Dorfes. Die Berufsfeuerwehr Mittelberg soll zu diesem Einsatz ausrücken. Die einzelnen Gebäude, die sich in der Nähe befinden, sollen evakuiert werden. Also das wird wirklich jetzt ein richtig fetter, großer Einsatz werden. Und ich werde jetzt erstmal alle Fahrzeuge dahin fahren, die wir jetzt benötigen. Ich würde erstmal sagen, wir fahren erstmal vor mit dem HLF und dann werden wir mal entscheiden, was wir da als nächstes noch hinholen. Könnte auch sein, dass die Freiwillige Feuerwehr auch alarmiert wird. Aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, Leute. So, wo ich mir aber schon mal sicher bin, ist schon mal die eine Sache. Ich wünsche euch jetzt erstmal richtig, richtig viel Spaß mit diesem neuen Video vom Alice Nonsen mit der Feuerwehrmod. Und wir gehen erstmal auf Status 3. 1 HLF 1 rückt aus zum Einsatzort. Und wir gucken mal, wie wir jetzt am besten dahin fahren. Wir fahren am besten mal über den Kreisverkehr rüber. Also erste Ausfahrt. Und dann können wir eigentlich hier gleich am Shop vorbei. Und dann sind wir ja auch eigentlich schon gleich da. So, gut. Dann geht's erstmal los zum Einsatzort. So, Polizei ist auch schon vor Ort, haben wir gerade schon gesehen aus der Ferne und das rechts ist anscheinend diese große Baustelle, wo anscheinend dieser Blindgänger gefunden wurde. Wir sind mit unseren ersten Kameraden mit dem HLF auf Status 4 gegangen. So, ach, das ist das neue große Gebiet, hier sollen dann neue Wohngebäude, Komplexe entstehen. Oha, hier ist schon mal ein Bagger, hier ist ein Radlader, ein richtig großer Kran. So, ich glaube, das werden die uns hier gleich mal zeigen. Wir holen erstmal weitere Einsatzkräfte zum Einsatzort. Ja, und dann schauen wir mal, ne, was wir da noch alles so brauchen. Wie gesagt, ich weiß es halt echt noch gar nicht. Also klar sind wir darauf vorbereitet, wir sind geschult auf solche Einsätze. Deshalb auch gleich das angesprochen mit der Evakuierung. Aber man hat natürlich verschiedene Einsätze. Jeder Einsatz ist ja nicht gleich, nach dem Motto. So. Das TLF der Berufsfeuerwehr von Mittelberg geht jetzt auf Status 3. Wir rücken aus zum Einsatzort. Und unterstützen die Kameraden dort.
So, wir stellen uns jetzt erstmal hier auf und dann, wenn wir weiter anscheinen, lieber jetzt an die Sache rangehen. So, wir haben jetzt auch gerade schon gehört über Funk, dass die FF auch alarmiert wird. Also anscheinend soll der ELW zu diesem Einsatzort ausrücken. Und auch nur die Einsatzleitung, ja, also die anderen Fahrzeuge werden von der Berufsfeuerwehr hingefahren. So, wir fahren am besten mal die Strecke am Flughafen lang. Ich glaube, das war jetzt das Kürzeste, was wir machen können. So, dann kommt hier nämlich gleich der große Kreisverkehr und dann einfach nur geradeaus. Dann sind wir eigentlich auch schon da. Wenn wir die Straße da runterfahren. Oder wir nehmen mal die erste Ausfahrt. Ich glaube, das wäre ein bisschen besser. So, machen wir am besten mal. Dann fahren wir am besten hier runter. Ich habe gerade überlegt, also wir könnten natürlich auch da lang, also so, dass es am schnellsten geht. Aber ich werde erstmal so fahren, dass wir jetzt da oben wieder rauskommen am Feld 16. Am Feld 13 sind auch gerade Bauarbeiten, also hier ist wirklich viel los in letzter Zeit in Königsberg und Mittelberg. Hier wird wirklich viel gemacht für die Bevölkerung, also hier wird immer wieder etwas Neues gebaut, aber natürlich kann es auch mal wieder vorkommen, dass man irgendwelche Sachen findet, sage ich mal, also Blindgänger, Bomben, wie jetzt bei uns in diesem Fall. Das ist immer nicht ausgeschlossen auf großen Baustellen. So, dann sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr auch gleich vor Ort. Und die haben nämlich jetzt gleich den aktuellen Lageplan zur Hand. So, ELW ist jetzt auch am Einsatzort. So, jetzt fehlt eigentlich erstmal noch ein weiteres Fahrzeug. Das steht hier hinten. Ach, da ist die Polizei. Ah, okay. Das Auto noch. Wir brauchen nämlich jetzt den Spezialisten dafür. Also ich sage immer Spezialisten dazu. Ne? Jetzt hier gerade der Bombenentschärfer. Der ist hier gerade noch in der Mine unterwegs gewesen und wird jetzt hier alarmiert zum Bombenfund. So, dann rücken wir jetzt erstmal aus. Und werden jetzt erstmal zu diesem Einsatzort fahren, weil der würde uns auf jeden Fall auch hier weiterhelfen können. Der wird erstmal sagen können, um was sich die Bombe eigentlich handelt, was das für ein Typ von Bombe ist, ob man die entschärfen kann, wie lange das dauert, das kann er uns alles sagen. So, und da sind wir auch schon schnell am Einsatzort. Da werden wir uns hier gleich nämlich aufstellen. So, ich weiß, mit Schneeketten, ich fahre mit Schneeketten. Ich finde es einfach nur mega geil. Das ist so herrlich, das ist so schön. Sieht echt geil aus, aber ja, ich weiß, wir haben auch gar keinen Schnee hier. Aber ist halt auch ein Auto aus Österreich, ne? Also Leute, jetzt bitte nicht wundern, dass ich Schneeketten drauf habe. Ne? Nicht, dass ihr das irgendwie bemängelt jetzt. So. Naja, dann gucken wir mal, ne, was wir jetzt hier eigentlich für einen Typ am Bombe haben, was hier genau passiert ist. Ja, das sieht natürlich nicht gut aus. Das ist, oh Gott, die ist ganz schön lang. Also ich kenne mich jetzt damit gar nicht aus, ne? Also das macht jetzt hier der Bombenentschärfer. Der wird das jetzt alles machen, der wird den Sprengkopf abmontieren, denke ich mal. So, also der guckt sich das erstmal alles an und ich glaube, wir müssen vielleicht jetzt auch die Bombe gleich noch freilegen. Ich bin auch ein ausgebildeter Baggerfahrer, also ich mache wirklich alles hier, ne? Das ist Wahnsinn und das werde ich dann hier gleich auch noch machen. Bevor ich das jetzt mache, holen wir natürlich auch noch ein RTW zum Einsatzort, weil ich finde, der sollte da überhaupt nicht fehlen.
Denn, wie gesagt, wir haben sehr viele Leute, die da drumherum wohnen. Und da ist halt auch so eine Bevölkerungsdichte. Ist halt ein kleiner Ort. Also da stehen ein paar Häuser, aber trotzdem ist es sicher, dass man die da rechtzeitig evakuiert. Denn sollte wirklich was passieren, wenn die da wirklich im Sprengradius drin sind, dann ist erstmal die Kacke am Dampfen, ne? Und das soll natürlich hier nicht passieren. So, von daher, RTW rückt aus zum Bombenalarm im Neubaugebiet von Mittelberg. So, was jetzt natürlich auch für uns nicht gerade praktisch ist, ist die Uhrzeit. Wir haben jetzt aktuell 19.27 Uhr, aber das wird von Stück zu Stück immer dunkler. Also ich glaube, wir können hier gleich auch nochmal ein paar Lichtquellen aufstellen. Denn nichts gibt Schlimmeres, als im Dunkeln zu arbeiten. So, liebe Freunde, jetzt haben wir erstmal alle Einsatzkräfte vor Ort. Das ist jetzt hier wirklich ein großes Aufgebot an Einsatzkräften. Und wie gesagt, wir gehen mal ganz kurz ans Fahrzeug ran. Und ich werde jetzt mal ganz kurz die Lichter anschmeißen. So, das ist die Umfeldbeleuchtung vom HLF. Also am besten fahren wir mal da rauf aufs Gelände. So, dann haben wir nämlich auch hier gleich mal ein bisschen mehr Licht. So. Ah, das sieht ja schon mal besser aus. Das war die Pumpe. Hier muss ich ran. Genau, der Lichtmast wird erstmal ausgefahren. So, dann können wir das ganze Ding auch noch drehen. Passt mal auf, das sieht dann ungefähr so aus. Das ist wirklich gewalte Rosenbauer-Technik. Das ist so mega. Das ist eine richtig schöne Sache. Dieser 360-Grad Lichtmast. Mega geiles Teil. Dann auch so richtig schöne helle LEDs. I love it. Ich mag das wirklich. Das ist so schöne Technik vom Feinsten. So. Nee, achso, warte mal, das war das falsche Kreuz. Wir müssen das auch machen. Der hydraulische Rettungssatz kann wieder rein. Hier machen wir mal alles runter. So, dann haben wir erstmal hier ein bisschen Licht. Dann gehen wir hier nochmal ran. Denn hier geht es nämlich auch noch weiter. Ich habe natürlich noch andere Sachen, die ich jetzt hier aufstellen kann. Wir brauchen auf jeden Fall noch in der anderen Ecke der Baustelle so ein bisschen Licht. Damit wir hier komplett alles ausleuchten können. Und dafür muss ich mal ganz kurz hier ein bisschen nach hinten gehen. Hier haben wir nämlich noch so Lichtquellen, die wir aufstellen können mit einem Stativ. Die muss man natürlich manuell aufbauen, aber ist gar kein Problem. Aber die sind auch, ich glaube, das ist auch LED, so wie ich das jetzt kenne. Das sind ja die neuen, die wir drauf haben auf dem Fahrzeug. Natürlich, die kommen ja vom Werk von Rosenbauer auch. Die wir jetzt gerade aufstellen, also eigentlich sind das auch LEDs. Also wir haben hier, wartet mal, das klappt glaube ich gar nicht. Ich wollte das eigentlich irgendwie so aufstellen, dass wir jetzt da nicht gegenfahren, wenn wir gleich mit dem Bagger hantieren. Hier geht es leider nicht mehr und mitten in den Sand, dann ist das auch nicht gut. Dann kommt der Bus nach oben, kommt das einfach hier hinten irgendwie hin so ein bisschen. So, dann haben wir hier erstmal zumindest alles ausgeleuchtet. So. Ich glaube, das sieht erstmal gut aus. Ah, der Motor war aus. Wieso denn das? Abgesoffen. So, gut, Leute. Dann haben wir erstmal so viel dazu.
Jetzt haben wir erstmal eine große Anzahl an Licht und wir werden jetzt erstmal den Bagger anschmeißen. So, der hat natürlich auch noch ein bisschen Licht. Was wir uns hier geben können. So, also der Bombenentschärfer meinte erstmal, wir sollen die Bombe erstmal so ein bisschen so gut wie es geht freiräumen. Das ist natürlich alles ganz, ganz langsam. So, jede ruckartige Bewegung oder jede falsche Bewegung kann natürlich nach hinten losgehen. So, wenn wir das alles mal so ein bisschen so, yeah, genau, von da oben wegnehmen. Ja, und das vorhin mit dem Bagger, ne? Ich bin ausgebildeter Baggerfahrer, das stimmt zur Hälfte. Also im echten Leben habe ich auch schon auf einer Baustelle gearbeitet. Also ich bin da auch große Maschinen gefahren, über große Radlader, über große Bagger. Das war jetzt nicht gelogen, ne? Falls ihr euch jetzt fragen solltet. Deshalb sieht das auch alles so geschmeidig aus im Spiel. Nee, Quatsch. Das ist ja doch schon ein bisschen was anderes, als wenn man das jetzt hier mit Maus oder halt mit einem richtigen Joystick in echtem Leben manövriert. Aber das stimmt schon, was ich erzählt habe. So, ich habe hier nämlich einen Grabenräumer dran. Das ist sozusagen die große Schaufel, die vorne dran ist, hier am Liebherr-Bagger. Liebherr ist auch eine schöne Marke, machen auch schöne Baufahrzeuge. Kann man auch bloß loben. Aber meistens versagt die Technik dann, ne? Wenn die halt ein bisschen rumzickt, ein bisschen rumbockt, hat man schnell Probleme damit. Gut, aber so viel dazu. Okay, die Bombe ist jetzt erstmal freigelegt. Den ganzen Sand haben wir da erstmal zur Seite geräumt. So, okay. Wir haben auch über Funk schon gehört, die Meldung, dass alle Einwohner dieses Dorfes evakuiert worden sind. Es sind anscheinend doch ein paar Häuser, also komplett die Eimer, die Straße entlang. Alles voll mit Leuten, die in ihren Häusern und Wohnungen wohnen. So, und somit heißt es jetzt eigentlich bloß noch abwarten. So, der Bombenentschärfer sagt schon, er bekommt die Bombe auf jeden Fall hier entschärft. So, und er wird es auch so machen. Wie gesagt, er wird den Sprengkopf einmal abmontieren und dann kann die Bombe eigentlich auch schon abtransportiert werden. Die ist anscheinend nicht mehr scharf, also von einer großen Gefahr können wir jetzt hier nicht ausgehen, sagen wir es mal so. Also der wird das, wie gesagt, jetzt alles hier erstmal abmontieren und dann wird die Bombe eigentlich bloß noch in den Radlader gepackt. Und dann kommt noch ein weiterer Kollege, der die abtransportieren wird. Das muss alles gesondert sein. Kannst jetzt nicht sagen, ich hole jetzt einen Abschleppdienst oder so. Das geht auf jeden Fall nicht. Denn wie gesagt, das ist auch ein Kampfmittel. Damit kann man bösartige Sachen anstellen. Aber der wird jetzt erstmal so montieren bzw. demontieren, dass die auch natürlich unbrauchbar sein wird. Die wird dann bloß mal gesondert abtransportiert und entsorgt. So, dann haben wir jetzt die Info bekommen. Die Bombe wurde erfolgreich entschärft und von einer Bedrohung konnte er bis zum Eintreffen hier noch gar nicht ausgehen. Und das hat sie jetzt auch bestätigt. Ein Glück. Wir können alle nochmal richtig groß aufatmen. Also das ging richtig flott, Gott sei Dank. Und bloß gut, dass hier nichts weiteres passiert ist. Und ein Glück ist auch dieser Baustellenmitarbeiter jetzt nicht so derbe auf die Bombe raufgekommen. Man hätte das nicht ausschließen können, ne? Dass da irgendwas passiert wäre. Aber Gott sei Dank, es ist alles gut ausgegangen. Alle können wieder aufatmen, können zurück in ihre Häuser. Ja, und wie gesagt, die Einsatzkräfte bleiben noch vor Ort, bis der Blindgänger hier abtransportiert wird. Und dann heißt es für uns auch schon wieder zusammenpacken, einpacken und abrücken. Ja, lieber Zuschauer, ich hoffe, dir hat dieses krasse Video gefallen mit diesem Bombenfund im Neubaugebiet in Mittelberg. Wenn ja, lass mir das doch gerne mal wissen. Drück den Daumen nach oben. Du darfst mich natürlich auch sehr lieb gerne abonnieren hier auf YouTube. Folg mir gerne auf Twitch. Da bin ich immer wieder mal live mit dem LS19 zum Beispiel. Und ansonsten kannst du gerne noch unter dem Video in der Videobeschreibung vorbeischauen. Da sind nur einzelne Links über WhatsApp-Gruppe und so weiter. Kannst du gerne mal durchstöbern und ja. Ansonsten, vielen, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen
Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder vom LS19, wenn es heißt Einsatz für alle Einsatzkräfte. Ja, mach's gut, bleib auf jeden Fall gesund. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Ciao.